Mille Miglia war halt ein Ding zwischen, naja, du musst mit allem rechnen, es kann alles passieren. This is the most fantastic car in the world, and to drive it on these roads as fast as one can is a wonderful feeling. Really my finest race, I think, and I enjoyed it enormously. Dieser Fokus auf die Kondition der Fahrer, nämlich das Fahren so angenehm wie möglich zu machen, an die kleinen Details zu denken, das war der ausschlaggebende Faktor. Monza is fantastic. This is the home in Italy, I mean the home of motor racing. Today was the first time I think I've driven the bank. It was amazing, incredible. We don't have any banking in Form 1 room, so very, very cool. I think we should have a banked corner in Form 1. That was fun. That was so much fun. Well, I wasn't that keen on the banking, frankly, because I was driving once here and I'm going around the top of the banking at about 300 kilometers and the steering broke. Oh. And that was not very good. No. And so I'm not that keen on banking. But Monza is fantastic. This is the home in Italy, I mean the home of motor racing. And it's got so much history, all the people who've raced here. And you know, I think the trouble with what they do is they try to change the circuits and make them safer. Well, motor racing isn't safe, and therefore I think keeping them as they were is a lot more exhilarating for the driver rather than changing them to make them too safe. I agree. I mean, today was the first time I think I've driven the bank. It was amazing, incredible. I definitely, because it's a lot different to any, we don't have any banking in Form 1 room, so very, very cool. I think we should have a banked corner in Form 1. But incredible, just in these historic cars, it's unlike anything else. It didn't feel difficult there, no. It feels. I mean, naturally, to be fast in it, I'm sure it's very, very difficult. But I think just to drive it in general, it's a very easygoing car. Great clutch and gearbox. It was very, very smooth in this one here. Really enjoyed it. Amazing sound. And a bit bumpy compared to nowadays Formula 1 circuits. Well, bravery and stupidity are very closely related. And you know, if you do certain things at one time, it might be brave, whereas another time, it'd be stupid to do it. But I think the great thing about motor racing with difficult circuits is that it allows drivers with the greater ability, like Lewis and so on, to be able to ignore that and not take any notice of it. I think bravery has a different meaning today as it did in Mr. Stirling's day. Yeah, you know, back then it was a large portion of it was bravery, how far you were willing to go, and then ability is where nowadays it's more so ability, and you know, I don't think you really need to be brave in Formula 1 anymore. Whilst it still is dangerous, I don't think you need to be. You don't need to be heroically brave like they did. Yeah, they were. Yeah. Absolutely, you know. But it's easy for us to say now, but back then, that's all you know. It's like just today, it's all we know. Maybe in 50 years, it's gonna be. But you would have liked racing on roads and so on. I would have. You know, that's really, I would have liked. You know, like close to your era. Right? Yeah, I like. Even Senna, you know, my favorite cars were kind of the mid to late 80s. Yeah. Because they're fast, but they were still a little bit unsafe, you know, obviously it's still unsafe. And it was just a kind of nice mixture, I think. At your time, probably just too dangerous. Yeah, well, the trouble in my time, really, more than anything else, was the materials were not good, and therefore we had a lot of breakages, which is not the driver's fault, you know. Yeah.
And that was, I guess that was causing a lot of deaths back then. Yeah, three or four drivers a year. Wow. Because of something that wasn't their lack of ability. Yeah. But for me, it's amazing to be a part of this team, to be in the family with Mercedes-Benz. I've been with the family since I was 13, so it's been quite already a long time for me, but to be representing such an iconic brand and such an incredible history is a very proud moment for me. You know, I'm at the pinnacle stage of motorsport, but also of my career, and to be doing it with Mercedes is just the greatest feeling. This is, well, when you drive a Mercedes, that's as good as it gets. I mean, in every way, not only the mechanics, but the team managers, you know, and all the things that go on, and the two things don't ever happen. I mean, I was driving this car once. This broke up here, the windscreen, and I had to come in. 49 seconds later, I went away with one fitted, which is pretty quick. But the next race, if that broke, you just push a button here and another one came up. Mm-hmm. And you know, that's the way Mercedes work. It doesn't happen twice, which is, and it gives a driver, I think, a lot of confidence, because I can't think of a driver who was ever killed driving a Mercedes because of a mechanical failure. And that's very gratifying if you're racing. I mean, I'm sure Lewis wouldn't want the car to break. And I think the longer we go, the less likelihood there is of that happening. Schulpasser haben wir die große Herausstellung gestimmt, mal vor allem das Erd noch, die Dinger, die schwäbische Urbestimmung. Oh ja, kommt sehr gut. Also Brille haben wir, glaube ich, Auto. Das ist sicherlich von Vorteil, wenn du ein bisschen kleiner warst. Oder zumindest, dass die Backform von der Karosserie her unterschiedlich ist. Nee, ist war natürlich bei jedem anders eingestellt. Mhm. Und der sitzt einfach frei. Der sitzt zwar frei, ja, letztendlich. Ja. Yeah. Suddenly
genau. Okay, einmal geht. Okay, bitte, ja. Was, wenn du keinen nervigen Beifahrer? Ach so. Profi. Wer fährt in der Mitte? Du fährst hinten. Fährt in der Mitte. Mitte? Nimmst du es dann mit? Weil wir sind das Letzte. Das ist hier ein Auto, das ist mit der Hand.
Not quite the same, no. This is the most fantastic car in the world, and to drive it on these roads as fast as one can is a wonderful feeling. But today I have to be quiet. Success really is I had the best car, and the handling of this machine is very good. It's quite heavy and quite hard work, but having said that, it is very responsive to the throttle. And therefore, when you get in difficult corners, you just give power and you steer on the throttle. I think the strongest memory is when I finished waiting to make sure that no car beat me. I had to wait about 5 minutes, and that was not easy. Yes, the handling of this car is it's got a lot of horsepower, and once you can set the car up at speed, you can drive it on the throttle. You know, you turn into a corner, then back off a bit and you get oversteer, back comes out, power down, and it's very, very responsive. The only thing it didn't have was disc brakes, because they were English and they wouldn't give them, obviously, to a German car. But that didn't matter. It's such an incredible machine. I'm very proud because nobody can beat it now. It has to stay forever. And it was really my finest race, I think. And I enjoyed it enormously. Well, I mean, there are so many cars you have to pass, and the speeds that you do, Cremona to Brescia, for instance, enormous speeds, and down the Adriatic. I mean, it is remarkable to realize that the Italians are also keen. They kept off the roads, and we were able to race with speeds, you know, 300. Probably nearly 300 kilometers an hour, and when you go that speed on an ordinary road, it's very exciting. I prefer sports cars because I think that I'm better in sports cars than Formula One, and therefore that makes me that's very pleasing. This is the home of motor racing. I mean, the Italians are so passionate to come out and they go crazy, and that's really what it's all about, to have so many people lining the streets. I mean, really, there were a lot of 5 million spectators or something. They just go crazy. That was obviously important to beat Ferrari, but the best for me was to beat these cars as well. So Fangio and Hans were not in front of me, so that I felt good for that. Eigentlich mit zwei Gefühlen. Das eine Gefühl, das hat mich wieder irgendwie zurückgebracht, hat mich eigentlich wieder erinnert. Und ich fühlte mich mit dem 704, das war ja mein Wagen, recht wohl. Auf der anderen Seite eigentlich mit einem weinenden Auge, weil ich es nicht gewonnen habe. Ja nun, wir hatten ja eine Strategie, der Eger war ja mein Beifahrer. Und wir wussten, dass der Stirling, wir kannten uns ja gut, wir beide, losgeht wie ein Blücher, wie gewohnt, und die Bremsen nicht sehr schonend. Und das war unsere Idee, dass wenn wir zuerst in den ersten Drittel dieser 1000 Meilen mit der Bremse sorgsam, also nicht quälend umgehen, dass wir am Schluss, wenn wir von dem Futterpass rauskommen, also von Florenz nach Bologna, und ab Bologna ist nur noch eben, und da geht es ja nur noch 90 Kilometer geradeaus, runterbremsen, wieder Gas geben. Und das ist deshalb, wo ich mit dem weinenden Auge irgendwie dran denke, das war von über 300 Rennen, die ich gesamt fuhr mit allen möglichen Fahrzeugen, ist das einzige Rennen, wo ich mich heute noch ärgere, dass ich es nicht gewonnen habe. Aber ich gönne es eigentlich im Stirling.
Und es wäre eigentlich eine riesen bessere Zeit noch rausgekommen. Denn wir waren ja, einmal war er vorne, mal ich, also wir waren ja immer in den Kontrollpunkten, aber das ist ja gewusst. Und ab Florenz wurde ihm ja natürlich, an der, wo tankt wurde wieder, glaube ich, in der Kontrollstelle war, Hermann out. Und da konnte er, ich sage jetzt nicht gemächlich, aber da konnte er mit dieser Bremse, die ja nicht mehr in Ordnung war bei ihm, genau das ging ja so auf, unsere Denkweise, hat er dann das Rennen hervorragend gewonnen und zu Recht gewonnen. Aber mich ärgert es halt, dass ich nicht gewonnen habe von den vielen Rennen, die ich fuhr. Es ist natürlich so viel Kilometer zu fahren. Wir hatten ja Getränke im Auto, also Flaschen drin, wo man immer mal wieder saugen konnte und sich ein bisschen bei entsprechenden Streckenabschnitten erholen. Erholen ist zu viel, aber wo man mal durchatmen konnte. Und der Moss und ich, wir waren absolut im Vorteil gegenüber den anderen beiden, weil wir eben beide einen hervorragenden Beifahrer, Co-Piloten hatten, der uns durch Zeichen angegeben hat, wo schnell, wo langsam. Und da war der Fangio und der Kling im Nachteil natürlich, weil die hatten den nicht. Die hatten vielleicht kleine Vorteile vom Gewicht her auf dem Futterpass. Also ich glaube, ca. 100 Kilometer sind es, von Florenz nach Bologna, wo die eben 80 Kilo weniger hatten. Das zeigt sich mit Bruchteile von Sekunden beim Anbremsen und eigentlich auch beim Beschleunigen. Denn da hat der Beifahrer nichts tun können am Futter. Ich Eiko von der anderen, die kann man nicht angeben. Wir hatten ja mit dem Auto ein unglaublich solides Auto, wo Verlass war und wo man ohne Sorgen, dass was bricht. Wir waren auf der sicheren Seite. Und natürlich wollten wir nicht nur in Italien, wir wollten ja überall gewinnen gegen die Ferrari, ob das jetzt in den USA war oder in anderen Ländern, ganz egal, wir wollten halt immer gewinnen. Der W196 war natürlich agiler, der war leichter, war beweglicher, gut. Ich hatte eigentlich im ersten Jahr, da war ja das Team Fangio, Kling und ich, das war 54, da hatte ich als, ich war der Kleine, der Junge, und das hat mich auch gar nicht groß gestört, wenn wir also in Monza fuhren, als Beispiel, da habe ich dann den Monoposto bekommen, die anderen zwei, die Stromlinie, die natürlich schneller war. Sind wir in Monte Carlo gefahren, da habe ich dann die Strom, da habe ich den langen, mit dem langen Radstand den Wagen gehabt. So war halt das immer ein bisschen ein leichtes Handicap, aber der Formel 1 war hervorragend zu fahren. Mein erster Einsatz war ja der große Preis von Frankreich in Reims, 54. Wo ich leider ausfiel mit Motorschaden, aber fuhr in dem Rennen dann die schnellste Runde. Mille Miglia war halt ein Ding zwischen, naja, du musst mit allem rechnen, es kann alles passieren. Und das war auf der Rennstrecke nicht mit dem Formel 1. Da hat man nur die Rennstrecke vor sich und die wusste man jeden Zentimeter. Neubauer, der ein unglaublicher, kluger Kerl war, hatte, damit wir die Konkurrenz ein bisschen irritieren, haben wir beim Brescia-Start und haben dann schon in Ravenna getankt, sodass die Italiener annehmen mussten, aha, diese Strecke ist was, der Tank ist leer. Und damit hatten wir einen strategischen Vorteil insgesamt gegen die Italiener, denn wir haben dann in Rom getankt und hätten nicht mehr tanken müssen. Die mussten ja annehmen, nach Rom muss Mercedes nochmal tanken. Hätten wir nicht, mussten wir nicht. Das sind so kleine Dinge gewesen, wo der Neubauer unglaublich gut war. Und leider Gottes in Rom wurde an meinem Wagen, ja da muss ich dazu sagen, bei Rieti Aquila aus den Abruzzen raus, Richtung Rom, ist bei mir einmal das Gaspedal hängen geblieben. Auf Vollgas, auf einer langen Geraden. Das ist furchtbar. Das Auto fährt und du willst, wie ich das hochgekriegt habe, ich weiß es jetzt heute nicht mehr. Ich habe es Gott sei Dank gekriegt, also wieder entlastet. Und das sagte ich natürlich in Rom beim Zwischentanken, schaut mal nach am Gaspedal, ist da, klemmt da was. Aber vermutlich war ein kleines Steinchen drin. Und das ist dann auch mal wieder weggeflogen, da war es ja in Ordnung mit dem Gas. Aber das hat schon ein bisschen Zeit gekostet. Und dann hat eben, obwohl wir die Zeit gehabt hätten beim Tanken, der Tank wurde ja aus Milchkannen mit einem riesen Trichter, und dabei hatte der den Verschluss zumachen musste, es verkantet draufgeschraubt. Das war also die Ursache dessen, dass es dann nach im Futterpass dann eben so viel Druck drauf war, dass es den Tankdeckel rausgerissen hat und das Benzin schwappte über uns
Wir saßen quietschend da drin im Benzin. Und zuerst war es angenehm kühl. Das war, ist das angenehm kühl. Und nach 2-3 Minuten ist es aber so heiß geworden. Wir hatten ja immer einen komischen, fürchterlichen Sprit damals gefahren, der dann auch die Haut angefressen hat. Das heißt, ich dachte einmal, das brennt schon, so heiß wurde es, und drehe mich einmal so nach hinten und gucke. Und in dem Moment kam wieder ein Schwall durch die Brille rein, und da habe ich ein Teilstück nicht mehr gesehen und bin angeeckt am Felsen, hat schon gedreht. Und während dem Drehen, also das Auto war noch nicht zum Stillstand gekommen, Gott sei Dank blieben wir auf der Straße, ist mein Beifahrer da, der Eger, der war schon gar nicht mehr im Auto. Der hat mitgerechnet, ein kleiner Funken, und wir wären ein Feuerball gewesen. Also ich hatte Pech, und wir hatten trotzdem Glück, dass das nicht dann passiert ist. Und damit war das Rennen zu Ende. Ja, wir waren immer mal der, mal ich. Das ging um 1, 2, 3 Minuten. Das kann man ja chronologisch nachschauen. Da hatten wir den Fangschuh, ich glaube schon, der im Ziel war der 26 Minuten hinter Most weiter. Muss man sich vorstellen. Denn ich hatte ja die 704 Fangschuh. Das ist im Fangschuh seiner. 6, 8, da vorne ist, nein, das ist der Most, nein, wo ist der Fangschuh? Das ist der Fangschuh, 6,58. Der startete also 6 Uhr 58, ich 6 Minuten dahinter, und habe ihn dann nach 200 Kilometer kam ich an ihn ran, also haben wir um 6 Minuten abgenommen. Und der Eger war ja mein Beifahrer, und das war aber der Cabo auch von Fangschuh sein Formel 1. Und er hat ja Ehrfurcht vor dem Fangschuh. Er kann am Fangschuh nicht vorbeifahren. Da hat er gesagt, doch, oh, und so. Und irgendwo sind wir vorbeigekommen. Und da konnte er sich doch so 50, 60, 70 Kilometer dranhängen, weil ich hatte ja den Vorteil durch meine Angabe von meinem Beifahrer, die ist schnell, die ist langsam. Und da hat er sich mit, aber wir haben ihn dann doch langsam verloren. Ja, aber das ist kein Zweikampf, das ist ein sportlicher Wettkampf, ganz einfach. Und der geht nicht erst seit 2 Monaten, sondern der geht im Prinzip seit Anbeginn des Teams Ferrari, das ja in den 20er, 30er Jahren schon entstand und dann praktisch in den 50er Jahren als eigenständige Marke unterwegs war. Das ist eine spannende Geschichte, das ist eine große Herausforderung, einmal für den einen, einmal wieder für den anderen. Und wenn wir zurückblicken in das Jahr 1955, was wir hier mit unserer kleinen Veranstaltung heute tun, dann war das ein enger Wettkampf über eine Saison in der Sportwagen-Weltmeisterschaft hinweg, der sich am Ende mit einem Punkt dann zugunsten von Mercedes entschied. Nun, Mercedes-Benz hat in der damaligen Zeit auch aus Erfahrung aus den 30er Jahren mit den Silberfallen im Grand Prix Sport Anfang der 50er und Mitte der 50er ein Motorsportteam auf die Beine gestellt, eine Rennabteilung, die hervorragend durchorganisiert war, die wirklich an die Details gedacht hat, die mit verschiedenen Ingenieuren, ich mag eigentlich nur den Rudolf Uhlenhaut beispielhaft nennen, Köpfe an Bord hatte, die wirklich innovativ dachten, die an Details dachten. Aber auch, wie machen wir das Fahren den Fahrern so unkompliziert und angenehm wie möglich. Die ein unglaublich robustes, aber auch schnelles Auto bauten und all diese kleinen Details dann in der Kombination mit herausragenden Fahrern, sei es Juan Manuel Fangio oder Karl Kling, aber insbesondere natürlich dann die zwei Jungen, Stirling Moss und Hans Herrmann, diese Kombination, die hat dann, die war das Tüpfelchen auf dem I. Naja, man hatte sich im Vorfeld dieses Jahres 1954 bereits auf das neue Formel-1-Reglement intensiv vorbereitet. Man hatte das analysiert und dementsprechend hatte man dann ein Auto gebaut, das in der Kombination Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit am Ende des Tages ganz einfach das ideale Gefährt war, um Juan Manuel Fangio diese Formel-1-Weltmeisterschaften 1954 und 1955 zu sichern. Aus den Erzählungen von Hans Herrmann und Stirling Moss heraus, da gibt es so viele spannende Geschichten, und je nach Tageslaune gefällt mir die eine besser
sei es als Hans Hermann nachts im Zimmer von Alfred Neubauer schlafen musste, damit er rechtzeitig ins Bett kam und fit blieb. Oder ganz einfach diese fast schon wissenschaftliche Vorbereitung, die Stirling Moss zusammen mit Dennis Jenkson getrieben hat, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Oder ganz einfach diese Überlegungen, wen suche ich mir als Beifahrer aus, ne? Dem also nicht nach ein paar Kilometern schlecht wird, weil er immer nach unten gucken muss, um das Gebetbuch zu lesen. Da gibt es so viele tolle Geschichten, die einfach diese Faszination dieses Sportes, aber auch, sage ich mal, diese Passion der Menschen, die das alles möglich gemacht haben, rüberbringen. Das war spannend. Na, ich denke, wenn man sag ich mal, die ganzen Fakten und die Berichte analysiert, dann ist es auf der einen Seite natürlich auch ein unglaublich erfahrenes Team gewesen. Das waren aber auch die Wettbewerber und die Konkurrenten. Ja. Aber dieser Fokus, glaube ich, auf die Kondition der Fahrer, nämlich das Fahren so angenehm wie möglich zu machen, an die kleinen Details zu denken, ja. Und dann die Fähigkeit, im Grunde ein Auto zu bauen, was zuverlässig diese ganzen Strapazen solcher Straßenrennen überstand, ja. Das war der ausschlaggebende Faktor. Wir sind uns als Klassikbereich der Daimler AG bewusst, dass da eine Menge Verantwortung auch mit im Boot ist, wenn wir diese Fahrzeuge fahren lassen. Zwar durch, sag ich mal, Leute, die es können, aber es sitzt natürlich auch noch mit jemand an Bord. Und da muss man zusehen, dass das Fahrzeug oder die Autos wirklich in dem Zustand, in einem verkehrssicheren Zustand sind, dass nichts bricht, nichts kaputt geht, nichts blockiert. Aber wir haben bei Klassik seit vielen Jahren und Jahrzehnten eine tolle Mannschaft, die ein extremes Fachwissen im Umgang mit diesen Fahrzeugen, aber auch anderen Silberpfeilen hat, die sich tagtäglich darum kümmern, dass diese Fahrzeuge fahrbereit sind, weil das verstehen wir als unsere Aufgabe, diese Fahrzeuge auch fahrend auf der ganzen Welt zu zeigen, weil dann eine ganz andere Faszination erlebbar wird. Ja. Und deshalb sind wir da relativ beruhigt und gelassen unterwegs, weil wir wissen, diese Autos sind in den richtigen, nämlich guten Händen. Für mich persönlich sticht da jetzt nicht einer heraus. Klar, wenn man die Geschichten, die um, sag ich mal, den 300 SLR mit der Startnummer 722 herum bekannt sind und die man erzählen kann, dann hat das ganz einfach was, ganz klar. Ja? Das ist abendfüllend. Ja? Aber auf der anderen Seite der ganz normale Serienflügeltürer, der mit der Startnummer 417 mit John Fitch unterwegs war und Kurt Gesell und im Prinzip da den fünften Platz gesamt 1955 erreichte, nur anderthalb Stunden hinter der Rekordzeit von Stirling Moss im reinrassigen Rennprototyp 300 SLR, dann hat das auch eine Faszination, wenn man da mal ein bisschen intensiver drüber nachdenkt. Also mit so einem Serien-GT SL im Prinzip auf 1600 Kilometer nur anderthalb Stunden zu verlieren, das ist eine Leistung. Gut, ich kenne die Historie so ein wenig, ich kenne die Fahrzeuge ein wenig, ich habe das Fahrzeug schon mal fahren dürfen auf einer normalen Rennstrecke. Aber wenn man dann so ein bisschen tiefer reingeht in die ganze Geschichte, dann ist es was ganz Spezielles auf so einem Streckenabschnitt mit Hans Hermann und mit Stirling Moss mitfahren zu dürfen. Und nachfahren mit einem Fahrzeug, das ein fünffacher Weltmeister gefahren ist, Juan Manuel Fangio, ist was ganz Spezielles und ist auch ein ganz spezieller Moment für mich selber. Wenn er, glaube ich, in der Geschichte sich ein bisschen auskennt und weiß, was die Menschen damals, die Rennfahrer, was die geleistet haben und man da so ein kleines Stückchen nur dabei sein darf und ein Part von dem ist und dann auch die Geschichte dahinter steckt, diese Erfolge, diese grandiose Erfolge, das ist für mich persönlich was ein ganz spezieller Tag. Das wird dann mal einem auch bewusst, wenn man so einen Streckenabschnitt fährt, man fährt dann doch, versucht mal so ein bisschen zügiger zu fahren, man fühlt sich wohl, das Auto lässt sich ganz toll fahren. Das hört man auch immer wieder von den Herren, von Hans und von Sir Stirling. Aber trotzdem, die Geschwindigkeit ist so unglaublich. Man ist dann noch so
auch extrem weit davon entfernt von dieser Geschwindigkeit, dass die damals gefahren sind. Und man fühlt sich schon wie ein Part. Und es gibt einen Multiplikator, den man sich immer gar nicht vorstellen kann, was die damals geleistet haben. Ja. Und mir macht es wahnsinnig Spaß. Und ich hätte nie gedacht, dass ich sowas mal fahren darf und da ein Teil davon sein kann. ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann damit. Aber man muss hier auf der Mille, glaube ich, das Auto lieben, das Land lieben und auch den Spirit zu haben, um den Erfolg, was die Herren damals gemacht haben, um da irgendwo eindringen zu können. Und es muss eine große Leidenschaft sein, da dabei sein zu können. Für mich beide wirkliche Heroes. Ich tue mir ein bisschen schwer, wenn man in der aktuellen Formel 1 Heroes zu haben, weil ich deutlich älter geworden bin. Aber das sind wirklich noch Heroes, wo ich sage, unglaublich, was die damals vollbracht haben, was die überstanden haben, auch vom Risiko her, wie die mit dem Risiko damals umgegangen sind. Man spricht ja dann auch und man bekommt Stories erzählt. Das ist unfassbar. Da sitzt man davor und es ist wie wenn man als kleines Kind ein Märchen vorgelesen bekommt und hat große Augen. Und genauso sitze ich dann auch da und höre zu. Und das kann man sich nicht vorstellen. Man hört es dann von den Personen, die das dann auch erlebt haben. Und das ist schon, wie gesagt, wieder was ganz, ganz, ganz Besonderes, dabei sein zu können. Ja, gut, in der Zwischenzeit muss ich sagen, ich fahre historische Fahrzeuge extrem gerne, weil man noch viel Handarbeit machen muss. Man fühlt alles, man fühlt jeden Gangwechsel. Allein wenn man schon die Hand, was man ja heute sehr selten bei Autos nur noch macht, die Hand ans Getriebe, an Gang schalten, an Ganghebel tut, man spürt das ganze Auto, man baut so eine richtige Verbindung zum Fahrzeug aus. Und von dem her muss ich sagen, hier der 300er SLR ist was ganz Besonderes. Für mich eins der robustesten und stabilsten und schnellsten Rennwagen, was Mercedes jemals gebaut hat. Wenn man immer die Zeitkategorie natürlich mit einberechnet. Und auch der normale 300er SL ist in seiner Sportgeschichte mit herausragenden Sachen was ganz Tolles. Und sicherlich die modernen Fahrzeuge, die ich selber im Renneinsatz gefahren bin, da fällt mir jetzt speziell der CLK GTR ein als powerful, aerodynamisches Fahrzeug. Und diesmal die zwei Fahrzeuge, immer hinten mit dem R dran, sind was Spezielles bei mir. Wunderschönes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Habe ich gar kein Problem damit. Ich bin jetzt noch nie bei Nässe mit so einem Auto gefahren. Sicherlich noch mal eine andere Herausforderung. Aber in dem Fall muss man, glaube ich, den Wind um die Nase haben, um das noch mehr genießen zu können. Und hin und wieder hascht man auch mal einen Blick hier in die Landschaft rein. Das ist ja phänomenal schön. Also die Kombination passt definitiv hier. Ja. Sehr spannend. Also das war eine tolle Erfahrung. Ich habe es mir ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Das Auto gibt einem super Feedback. Ja, ist einfach ein bisschen oldschool. Man spürt die Mechanik, was man ja so in den aktuellen Straßen, also auch Rennautos, nicht mehr so wirklich hat. Hier merkst du es, wenn du mal die falsche Drehzahl hast, um den Gang einzulegen. Da hast du direkt eine kribbelige Hand. Von daher hast du sofort ein Feedback von dem Auto, was man so aus der heutigen Zeit gar nicht mehr kennt. Ich bin positiv überrascht und habe eine riesen Freude an dem Auto. Ich bin einigermaßen gut vorbereitet in das Auto eingestiegen, aber es ist natürlich eine ganz besondere Erfahrung, wenn man dann auf den Startknopf drückt, das Auto springt an und man hört den unglaublichen Sound von dem Auto. Wenn man dann den ersten Gang anlegt und losrollt, ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Also das Auto ist trotz der fehlenden Aerodynamik, sagen wir es mal so, super handelbar. Die Balance im Auto ist extrem gut balanciert. Gerade die Kurven hier, die Passagen hinten hoch und den Berg herunter, es lässt sich super fahren. Das Auto vermittelt einem unheimlich viel Sicherheit. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo das Auto mich hängen lässt. Und das ist eigentlich das Gefühl, was ein Rennfahrer braucht. Und es ist faszinierend, dass sie das früher auch schon hatten. Man hat keine Seitenhalt in den Autos. Obwohl die Kurvengeschwindigkeiten sehr hoch sind, die Sitze waren dementsprechend noch nicht so wirklich da, wo man heute ist. Dass man rutscht im Auto von links nach rechts. Die Bremsen sind noch nicht ganz so stark, wie wir sie heute haben. Von daher, das geht. Aber die Kurvengeschwindigkeiten sind schon extrem hoch. Und deswegen würde ich als erstes mal vorschlagen, einen Sitz einzubauen mit mehr Seitenhalt, weil ich rutsche momentan einfach von links nach rechts, sobald ich in die Kurven reinfahre. Aber ja, die vielen Kilometer zu fahren, ist schon, glaube ich, eine richtige Aufgabe. Hast du dich? Ja, einfach, dass sie das Risiko eingegangen sind. Ich meine, mit Sicherheit hat das damals noch nicht viel zu tun gehabt. Von daher, ich glaube, wenn man da mal abgeflogen ist, dann
dann ist es auch echt extrem gefährlich geworden. Von daher, ja, glaube ich, ist das Sicherheitsding über den letzten Jahrzehnten doch extrem gestiegen im Motorsport, als auch in den Straßenautos. Von daher, ja, glaube ich, hat man vor der Leistung da am meisten Respekt. Das Risiko, dass sie eingegangen sind, auch über die Straßen hier zu fahren. Da sind links und rechts Mauern, Bäume. Kann immer mal eine Kuh aus der Hecke springen. Von daher, ja, ich glaube, das Risiko, dass sie eingegangen sind, war einfach gigantisch groß im Vergleich zu heute. Und eigentlich hat sich nicht viel getan. Ich meine, beide sind wir Rennfahrer und man spricht über dieselben Themen. Natürlich interessiert mich die Technik an dem Auto, ihn genauso für die DTM. Es war ein cooles Gespräch. Ich habe mich einfach versucht, bestmöglich auf das Auto hier vorzubereiten, dass er mir da ein paar Tipps gibt, wie man das Auto fährt, auf welche Kleinigkeiten man achten sollte, wenn man die Gänge und etc. einlegt. War ein cooles Gespräch. Ich habe selten Journalisten so leise erlebt. Das kann natürlich auch durch den Lärm des Motors sein. Also ja, wir saßen im Prinzip 15 Minuten nebeneinander, ohne miteinander gesprochen zu haben. Es war mal eine andere Erfahrung, einen Journalisten neben sich sitzen zu haben. Aber nicht unbedingt eine schlechte. Ich gehe jetzt einmal durch. Crossing. We're getting him into this one. Let's watch the body work. I don't mind. I drive anyone. Yeah, I know, but this is a whole new concept. Nee, komm, rote Wand. Ja, ja. Do you remember the race day of this? That would be the second one. The first one is the film, the TV.
word for it. Okay, yeah, all right, fine. Rather than come back stopping and have to do it all over again. Take. Oh, we've been sent out. How is that, Sterling? Amazing? I was actually staggering. I can't tell you. When I go around there, I just think... That was fun. Oh, that was so much fun. Why is it rough, though, eh? There's no seatbelt. You're just thinking, you know, if this was ever to go wrong. But when I was racing, of course, you're right next right, to it. Right up the top, yeah. Within, you know, a couple of foot from three. That's what I just did now. But that's when with Gary Maserati, yeah. I mean, not normally. You see where you're going? Yeah. Nothing. We could. I could get a different one of these. You know what the brake bias would sit at? Hmm? You know what the brake distribution is on the brake? It's going to be bad for them. It's going to be lucky. Could you? As a driver of this generation, now trying to imagine what it was like for you back then. But also imagine what it was like. 3 hour races, remember then? Yeah. 3 hour minimum, you see? Wow. Quite a long time. You'd flog around here for 3 hours. It's a long time. Yeah. But being able to see you with your hat on and your goggles, kind of got the inside and even more exhilarating. Yeah. But I'm crazy. I don't think you should put that one to the FIA. That might be a waste of time. True. Did you enjoy it? I really. Mal alle hierher gucken bitte. Okay, great. Millimilia war halt ein Ding zwischen, naja, du musst mit allem rechnen, es kann alles passieren. This is the most fantastic car in the world, and to drive it on these roads as fast as one can is a wonderful feeling. Really my finest race, I think, and I enjoyed it enormously. Dieser Fokus auf die Kondition der Fahrer, nämlich das Fahren so angenehm wie möglich zu machen, an die kleinen Details zu denken, das war der ausschlaggebende Faktor. Monza is fantastic. This is the home in Italy, I mean the home of motor racing. Today was the first time I think I've driven the bank. It was amazing, incredible. We don't have any banking in Form 1 room, so very, very cool. I think we should have a banked corner in Form 1. That was fun. Oh, that was so much fun. Ooh, I want to go again.